So, willkommen zu einem weiteren Bootleak-Botleak-Toy-Video. Und ja, leider nicht wie versprochen heute das Turtles-Video aus aktuellem Anlass, denn wir waren in dem neuen Discounter Action. Und nein, das ist jetzt keine Werbung dafür, aber mein Sohn hat sich von seinem Taschengeld vom Action diese, ja, wie soll man sagen, es sind, ja, grob gesehen Klimmbaustein-Imitate, also Lego-Imitate, auf gut Deutsch gesagt. Aber es sind keine Marken, Fälschungen oder sowas, sondern es sind ganz eigene Toylines für das Thema Krieg. Und so auf den ersten Blick sieht man gar nicht, dass das Baustein-ähnliche Figuren sind, sondern es ist eher so, ja, wenn man die so ansieht, also es sind halt so Soldaten. Und man merkt erst gar nicht, dass das so Funktionen hat, aber es hat tatsächlich Funktionen. Hier sieht man das deutlich. Also da hat man verschiedene Versionen von den Figuren und wir haben 5 Stück gekauft. Es gab ungefähr 10 verschiedene. Da haben wir zum Beispiel hier den, also Blocks Special Force, Special Force heißt das. Von, ich glaube, das soll AF Toy Toys heißen, also geschrieben Toy und dann Toys. Und dann hier H, keine Ahnung, H, B, C, F, G, also es scheint durchnummeriert zu sein. Ich weiß nicht, ob es das ganze ABC gibt. Mal ganz kurz vor, so vom Aussehen her. Also es ist ab 6 plus, 6Y plus empfohlen. Es hat den grünen Punkt. Und dann sieht man hier so eine kleine Bauanleitung. Und dann sieht man auch hier schon, dass da unglaublich viele Teile dabei sind. Dafür, dass die Figur eigentlich so kompakt aussieht. Zwei haben wir schon aufgebaut, einfach mal nur um die zu testen, ob das auch was ist, ob es das fürs Video was bringt. Und von der Seite hier, Blocks Special Force, ebenfalls hier, ebenfalls hier. Hier hat man dann nochmal so ein Bild von der Figur, die aber, also das kann man sich dann auch schön ins Regal stellen, wenn man die wirklich sammelt. Ist eigentlich fast schon, ja, es ist fast schon heute schon ein ja, wie soll man sagen, ein Retro. Special, also kann man sich wirklich schön so buchmäßig so nebeneinander stellen, dann sieht das richtig cool aus. Jetzt bereuen wir dann im Nachhinein natürlich schon, dass wir nicht alle genommen haben. Das ist mal der Fehler. Jetzt ist schon eins zerstört. Hier haben wir noch so einen Code, wo man nachgucken kann. Also gibt sehr viele Informationen auf der Verpackung auch. Warning, Small Parts, naja, halt die übliche Warnhinweise, dass es klein ist. Und jetzt kommt der Hit. Also diese Figuren haben, wie viel haben die gekostet? Ich glaube, so 98 Cent. 98 Cent, eine so eine Figur. Und das ist wirklich ein sehr, sehr stolzer Preis für so eine Figur. Ich meine, die werden mal wahrscheinlich ein bisschen teurer gewesen sein, aber da sie jetzt bei Action gelandet sind, ich weiß nicht, aber die haben auch Eigenproduktionen. Und ich glaube, das gehört eigentlich mit zu den Eigenproduktionen. Das war übrigens mein Sohn, der Schnasel Junior. So. Und ja, um mal ganz kurz zu sehen, wir haben hier aufgebaut, haben wir den Panzerfaust Grenadier. Der hat da so eine Panzerfaust dabei. Diese Bauklötze hier, diese Sandsäcke, die sind dann immer dabei. Das ist jetzt aus 2 Figuren herausgebaut. Also von 2 Sets zusammengeschachtelt. Und dann hatten wir hier noch diesen ganz normalen Stoßtruppler haben wir aufgebaut. Das ist der hier, ja. Obwohl der Helm ein bisschen sich unterscheidet. Also der Helm ist ein bisschen anders bemalt. Man sieht hier deutlich weiße Stellen statt braune Stellen. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Auch das MG ist anders bemalt. Also es gibt dann auch wahrscheinlich, entweder gibt es Variationen oder die Bilder sind natürlich in einer besseren Qualität. Das kann durchaus sein. Aber trotz alledem, also für 98 Cent, das ist schon mal richtig cool. Und von der Erinnerung her, also wir werden gleich auch noch einen aufbauen, einfach nur mal um das zu zeigen und dann auch am Ende auch alle so hingestellt mal zeigen. Aber so vom Vergleich her, was mich da als Retro-Fan natürlich sofort ins Auge springt, ist halt eine alte Serie, da habe ich ja auch hier ein paar stehen, von G.I. Joe. Also G.I. Joe, der hat jetzt leider kein A mehr, also ich habe noch so ein paar Überreste an G.I. Joe-Figuren. Und die erinnern mich sehr stark an G.I. Joe-Figuren. Also es ist fast eher kein Lego-Bootleg, sondern eher ein Bootleg von G.I. Joe, wenn ich es mal so genau nehmen soll. Wobei Kriegsspielzeug gab es ja schon immer. Es gibt auch die Special Force-Figuren, die waren in Spanien recht verbreitet. Da habe ich auch hier eine.
Und dann gab es noch, also das sind keine Bootlegs, das ist eigentlich, wenn man so nimmt, die Originalserie. Wobei, es gab ja auch noch diese kleinen Mini-Soldatmännchen. Ich weiß nicht, ob man die als Fälschung zählen darf, wobei da natürlich sehr viele Ableger und Fälschungen generell im Umlauf sind. Und aktuell gibt es dann auch noch so Kriegsvariantenspielzeug, das auch sehr an die G.I. Joe-Figuren erinnert. Also vom Stil her einfach auch, von der Aufmachung, von der Beweglichkeit her. Das ist jetzt aus einem anderen Set eigentlich. Also der Dino gehört dazu, aber die Figur ist zu einem anderen Set. Habe jetzt bloß in seiner Spielkiste nicht alle gefunden. Dann mal hier auch so ein Tiger, sieht auch sehr cool aus. Hier ist nochmal eine G.I. Joe-Figur, einer meiner Lieblinge. Gab noch so weißen Ninja und sowas, sehr cool gemacht. Und dann gibt es hier noch so eine Variation, die gab es auch beim Action. Die kosteten 2,99. Das ist dann ähnlich wie G.I. Joe, auch ähnlich wie diese Figuren, aber eine andere Variante. Da gab es sechs verschiedene Stück. Nee, 99 Cent haben die auch gekostet, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja, auch 99 Cent. Also für wenig Geld wirklich cooles Spielzeug. Und ja, es ist das Thema Krieg, aber mal ganz ernsthaft. Ich bin in den 80ern aufgewachsen und Krieg muss nichts Negatives sein. Man kann Krieg auch spielen, ohne dass man da gleich plemplem im Kopf ist für. Ich meine, ich habe mit 6 Jahren den ersten Rambo-Film gesehen. Das hat mein Kleiner jetzt zwar nicht gesehen, aber ich finde auch, um Krieg nicht allzu gewalttätig wirken zu lassen, ich meine, man wird ja mit Krieg als Kind konfrontiert, ganz automatisch, wenn man den Fernsehen anmacht. Und wie soll ich mein Kind verblümen? Soll ich sagen, Krieg ist was ganz Schlechtes, du darfst damit nicht spielen und jedes Mal, wenn er den Fernseher macht, kriegt er einen halben Emo-Schock. Also ich finde das nicht gut, also ein Emo-Schock. Nein, einen emotionalen Schock. Da ist es mir doch lieber, dass er so ein bisschen spielerisch auch, ich meine, in anderen Spielvarianten, ob jetzt Avengers oder X-Men oder Turtles, überall ist Gewalt ein Thema und wenn ich jetzt das Thema Gewalt verblüme, das bringt es nicht. Dann soll er sich lieber so seine eigene Fantasiewelt darauf aufbauen und ein bisschen vertraut damit sein, dass es ihm nicht gar so brutal wirkt, wenn er das im Fernsehen sieht. Und naja, und ich meine, ich bin ein Kind der 80er und Kriegsspiel macht einfach Spaß. Man spielt gerne Ballerspiele. Ich meine, da gehen wir ja auch über die Videogames, geht es ja auch oft in meinen Kanal und ich denke. Da muss ich nicht viel drüber reden. Also wenn mir da jemand irgendwie sagt, Kriegsspiel für Kinder, das ist nicht gut, ja, ich weiß nicht, dann wäre auch Star Wars falsch, dann wäre alles falsch. Dann kann man auch das Kind in einem Zoo einsperren und in einem Goldkäfig und ihn den ganzen Tag mit Knusperflakes füttern. Ja, so in der Art. So, ja, wir haben gesagt, wir bauen einen auf. Dazu brauche ich ganz kurz meine Ablage. Schwupp. Ready-to-Robots-Verpackung muss ich nehmen, um meine Kamera draufzustellen, weil ich kein Stativ mehr habe. Aber das ist zu hoch. Kleinen Moment, muss ich noch ein bisschen verkleinern. Da ist kein Ding. Naja, gut, aber ich klappt's ja. Okay, es klappt perfekt. So kann ich schön das aufbauen. So. Ja, welchen bauen wir denn auf? Einen bauen wir beim Video auf. Welchen soll ich dir aufbauen? Auf jeden Fall nicht den coolsten. Den da? Oder den da. Ich meine, Wer ist der coolste? nicht den auf jeden Fall. Der ist ohne Den willst Video. du selber aufbauen. Ja, dann möchte ich den da. Den da, den Schneekrieger. Ja. Okay, der ist so mit Schneetarnung. Ja, finde ich auch cool für das Video. Der passt gut zum Thema, ist nicht übertrieben. Also mein Favorit ist auf jeden Fall vom optischen her der da hier, aber der hat auch eher so ein Splinter Cell Outfit. Aber das ist halt das typische Nachtsichtgerät Outfit, das jeder mag. Dann tun wir den dann mal zurück. Also diesen werden hier wir jetzt aufbauen. Dann tun wir mal die Figuren so ein bisschen hinter und dann werden wir das so ein bisschen sehen, wie diese Figur aufgebaut ist. Jetzt habe ich kein Messer da. Ich versuche es mal mit der Hand. Da ist nämlich noch so ein Kleber. Den muss ich mal was einfallen lassen, weil ich will jetzt nicht extra das Video abbrechen und aufstehen. Hast du zufälligerweise ein Schweizer Taschenmesser da? Nein. Hast du zufälligerweise ein Rambo-Messer da? Nein. Hast du irgendeine andere Stechwaffe da? Da ist eine Waffe. Ja, bei der Figur. Dazu kommen wir gleich. Ich habe jetzt halt hier so einen alten Schlüsselring genommen, den ich von irgendeiner Fortnite-Figur abgemacht habe. So. So, jetzt haben wir es geöffnet. Also hier nochmal das Schneemodell. Jede Figur hat eine eigene Abbildung hinten drauf. Also es ist nicht einfach nur hingeplumpst, sondern es ist wirklich schön gemacht. So, kommen wir zuerst. Ah ja, hier sehen wir schon die Anleitung, was es sonst noch so gibt. Also
Wir haben im Endeffekt fast alle, glaube ich, oder? Ja, es geht von A bis H. Wir haben den da, wir haben den da, wir haben den da, oder? Nein, den da haben wir nicht. Aber der sieht genauso aus wie der da, von daher ist es wurscht. Oh, der da wäre cool gewesen. Ein Schneekrieger. Der wäre auch cool. Ja, der wäre wirklich cool, den haben wir nicht gesehen. Ein Schneekrieger mit Brille und Granatwerfer. Und da, der da wäre auch cool gewesen, den haben wir auch nicht. Das ist auch ein, so ein Nachtsichtgerät-Kämpfer, da wo das Nachtsichtgerät raussteht, während der hier nur so eine Brille auf hat. Und die zwei haben wir auch. Also wir haben ja eigentlich fast alle, uns fehlen eigentlich nur drei Figuren. Zwei, drei. Und der schaut nicht so wichtig aus. Aber ich glaube, wir holen uns noch die anderen, oder? Jupp. Das sind ja noch 3 €, wo wir investieren müssten für das Spielzeug. Ja, im Endeffekt, für den Preis könnte man auch, wenn man es ganz krass nimmt, könnte man auch wirklich eiskalt 40 € hinlegen und sich eine richtige Armee machen und damit richtig spielen eigentlich. Also würde ich jetzt so sagen. Das wollte ich ja auch machen. Das wolltest du auch machen, wolltest du 40 € aus dem Fenster werfen. Na gut, wir tun das mal da oben hin. Nee. Jede Figur 6-mal. Okay, und dann sind das so kleine Einheiten, ne? Ja. So, dann gucken wir mal, dann ist hier so, oh, ein Plastikbeutel. Werden ja bald verboten, diese Verpackungen. So, da sehe ich jetzt schon so einzelne Details. Der Sandsack hat eine andere Farbe, aber es ist auch ein Schneetarnsandsack. Also ist nicht variabel mit dem. Unverschämtheit. Ich schau mal, was da noch drin ist. Okay. Das ist das Waffenport. Also hier unglaublich viel Ausrüstung. Das ist nicht wenig. Das ist wirklich viel für so eine Figur. Da haben wir hier gleich mal, um das durchzuchecken. Und das ist wirklich alles dabei. Also wir haben hier ein Walkie-Talkie, eine Pistole. Dann haben wir hier eine Feldflasche, einen Gewehrständer, ein typisches Überlebensmesser, also wie man früher gerne gesagt hat, Rambo-Messer. Eine Taschenlampe, ist das eine Taschenlampe? Sieht aus wie eine Taschenlampe. Ist es auch. Ein Fernglas, eine allgemeine Tasche, ja, das ist eine Pistolentasche, Ammunitionsbeutel. Und hier dann noch eine Nebelgranate. Eine richtige Granate gibt es hier nicht. Vielleicht, weil es ein bisschen für Kinder ist. Naja. Aber wirklich sehr, sehr, sehr viel Einzelteile dazu. Also wirklich massig. Das ist nicht wenig, das ist viel. Jetzt stelle ich das mal so hin. Jetzt brauche ich auch nicht mehr den Untersetzer, weil jetzt sind wir in der Höhe genau richtig zum Bau. Und was ist da noch drinnen? Ah, noch so ein Stellage zum Hinstellen. Also mal ganz kurz einen groben Vergleich, also mit Lego-Figuren kann man es wirklich nicht gleichsetzen. Man könnte sich höchstens, wenn man sich aus Lego eigenkreativ Dinge baut, also Panzer oder sowas, also wirklich ins Kriegsspielzeug übergehen will, dann könnte man es kombinieren, also es lässt sich kombinieren, wie man sieht, es lässt sich draufstellen. Also die Lego-Figur selber, und jetzt versuchen wir mal noch, haben wir hier irgendwo so ein Lego-Bauteil. Was haben wir denn da? Ja, hier das neue Schiff von, wie heißen die? Lego Hidden Sides. Lego Hidden Sides. Also wenn ich das nehmen würde und als Kriegsschiff ummodellieren würde, dann könnte ich das durchaus kombinieren, weil die lassen sich da draufstellen und dann ist das nicht mehr Hidden Sides, sondern Army Sides. Nein, okay, Spaß. ja, dann lässt sich das tatsächlich ummodellieren. Ja, auch eine ganz coole Figurenreihe. Also wenn ich hier schon Lego erwähne als Bootleg-Vorgeber, dann will ich auch noch dazu sagen, dass ich Lego sehr gerne für mein Kind kaufe, dass das wirklich Qualitätsprodukte sind und ich auf keinen Fall irgendwie darauf raten würde, anstatt Lego irgendwie so Blocks zu kaufen. Sowas sollte man wirklich nur als Liebhaber oder Sammler kaufen, also wenn man Fable dafür hat. Aber wenn man Lego spielen will, dann sollte man tatsächlich wirklich Original-Lego kaufen, weil das ist wirklich klasse und das macht Spaß. Das ist wirklich tolles Zeug und sowas hier ist halt wirklich nur was für Insider, die wohl wirklich nicht nur Lego spielen wollen. Also da kann ich, man kann es kombinieren, aber ich würde halt generell nicht empfehlen, lieber einen Bootleg zu kaufen statt Lego. Das geht nicht. Also das, ja, ne? Also wenn, dann willst du schon echtes Lego. Ja. Genau. So, und das ist ja so eine kleine, also es ist ja auch wirklich, es ist viel mehr an die G.I. Joe Figuren angelegt, finde ich. So, jetzt machen wir das hier auf. So, also Plastik. Man könnte sowas auch wirklich in Papier rein, aber ich frage mich, wo da der Mehrwert, der Zweck ist. Da müsste dann schon wirklich Papier sein, das
recycelt wurde. So, jetzt haben wir hier wirklich unglaublich viele Teile. Das ist ja mega viel. Wir haben so ein schönes Schneeweiß. Ja, das ist wirklich mega viel. Also wir tun hier jetzt erstmal die Teile weg, weil die brauchen wir zum Figurenbauen nicht. Wo war denn die Anleitung? Da, hier ist sie. Machen wir die Anleitung kurz her. Also es ist ja wirklich sehr einfach gehalten. Da braucht es auch keine extra Anleitung. Da hat man hier einmal stehen, wie die Figur zusammengesetzt wird. Hier hat man dann noch die Waffe, also so ein MG, so eine Riffle fast schon. So, und dann, es gibt sehr viele Ersatzteile, haben wir festgestellt. Also bei den ersten zwei schon. Da waren unglaublich viele Ersatzteile dabei. Also es ist viel fürs Geld drinnen. Dann haben wir hier haben wir den Hauptteil, den man braucht für die Füße. Dann hat man hier schon mal so ein Fußteil. Das muss ich jetzt bloß richtig zusammensetzen, weil die Knie, die sind ein bisschen schwierig zu erkennen. Das ist so eine kleine Ausprägung. Die Knie kommen nach vorne. Also machen wir mal das hier zusammen. Ich hoffe, ich kriege das alles so hin, wie ich das will. Das Video geht bestimmt schon stundenlang. So. Aber wir wollen ja auch ein bisschen was erleben. Das ist falsch. Das ist falsch? Mache ich schon alles falsch? Nein, ist alles richtig. Alles, ich habe gedacht... Du hast es vorhin falsch gebaut. Da musste ich eine wieder auseinandernehmen. Aber das ging ganz leicht. Also wenn was falsch gegangen ist, das ist auch nicht so schlimm. Dann hier die Füße rein. Und es hat sehr guten, also es hat sehr gute Qualität, muss man echt sagen, dafür, dass das ein Euro Spielzeug ist, ist das wirklich gute Qualität. Wir sehen hier jetzt schon, hier so baut sich schon was auf, also da tut sich schon was. Ich muss mal ein bisschen weiter zurück, weil meine Kamera ist jetzt nicht gerade die beste. So, dann kommt das Teil hier. Nee, davor kommt noch irgendein anderes Teil. Das da hier, diese Shorts, oder? Genau, das ist die Unterbuchse. Die kommt dann da drauf. So, dass die auch schön beweglich bleibt, ist die auch dementsprechend geformt. Deswegen auch der Vergleich mit den G.I. Joe Figuren. Es ist wirklich vom Konstrukt her fast die gleiche Figur. Also, so, dann haben wir hier als nächstes ist da so ein Zwischenteil. Muss ich mir mal genau anschauen, was ist denn das? Ah ja, das ist der Gürtel. Gürtel kann man variieren, man muss ihn nicht unbedingt draufsetzen, man sollte ihn aber vielleicht doch draufsetzen, weil wir haben festgestellt, wenn man ihn nicht draufsetzt, dann hält die Figur nicht richtig. Das Problem ist, wenn er drauf ist, dann hält das Teil nicht richtig. Man muss beim ersten Versuch ein bisschen aufpassen. Man denkt sich, die steckt nicht richtig. Also, dass es leicht auseinanderfällt. Also, gerade beim Spielen, so, wenn man den ein bisschen bewegt, dann geht er ab. Aber, wenn man sie schön richtig reinfährt, dann geht das schon. Dann macht man den Gürtel nicht hin, das ist ein bisschen stabiler, aber dann hat man hier so eine Lücke. Kann man beides empfehlen. Also, je nachdem, wie man es braucht. Oh, jetzt ist mir was runtergefallen. Schon ist es verloren gegangen. Nee, da habe ich es. So, dann haben wir als nächstes die Armteile. Da haben wir hier eins. Da muss ich jetzt erstmal verstehen, wie das sich gehört, weil die haben da noch so Stifte, aber die haben die hier nicht. Wie geht denn das? Habe ich was falsch gemacht? Soll ich dir das erklären? Ja, erklär es mir, Kind. Ah, ich habe es schon gesehen. Oder? Ist das richtige Teil dazu? Ja. Und wie macht man das? Also halt dran stecken. Wie dran stecken? Halt an diese Lücke halt rein. So? Nein, falsch. So, ne? Ja. Bravo. Applaus. Ja. Ja, der Vati kann das. Der hat darin jahrelange Übung. So. Ja, also es ist so richtig schön mit Gelenken, also es sind voll beweglich, dafür, dass die Figuren sehr klein sind. Man muss sich manch große Action, aber da hier ist ein Ersatzteil wieder, also das gibt es mehrfach, das Teil. Das ist natürlich die Frage, welches nehmen wir? Ah ja, das ist für einen Unterarm, Moment. Ich erzähle hier Quatsch, das ist kein Ersatzteil. Muss ich mich jetzt auch erstmal zurechtfinden. Also das sind ziemlich viele Teile, in die gesteckt sind und deswegen haben die auch sehr viele Gelenke. Das ist aber nicht negativ, das ist positiv, weil dadurch sind sie umso beweglicher. So, erster Arm ist rein, man muss die gut tief reinstecken, dass die wirklich drinnen sind. Und dann halten die auch fest, wenn man die nur ein bisschen, das hat mein Sohn vorhin gemacht, steckt, dann gehen sie ab. Aber wenn man sie richtig gut reinsteckt, dann sind die bombenfest, dann sind die gut, aber man kann sie auch jederzeit wieder ablösen. So, da haben wir ja hier schon so ein halbes Männchen. So, jetzt kommt dann der Unterarm, da haben wir hier zwei, ja. Du hast eigentlich schon was vergessen. Was habe ich vergessen? Diesen Panzerding. Was für ein Panzerding? Das da. Das kommt schon noch. Das kommt eigentlich früher, aber egal. Ja, ich bin halt nicht so ein ausgefuchster Profi wie du.
Der hat seine ersten zwei Figuren alleine zusammengebaut. Also es ist definitiv für Kinder machbar. Wenn es denn Kinder machen soll. Aber ich glaube hier, da stimmt was nicht. Ich glaube, da habe ich ein Gelenk vertauscht mit irgendwas anderem. Ich glaube, das ist ein Beingelenk. Nein, es ist kein Beingelenk. Sind alle gleich? Die Gelenke? Ja. Ja. Ja, dann muss ich da noch ein bisschen rumüben. Ja, es geht schon, aber es geht schwierig. Ah, jetzt hat. Sehr schön. Das ist halt die Frage, auf welche Seite kommt der Arm? Hier. Okay, Ist sehr doch cool. egal, wohin damit. Sehr cool. Und jetzt haben wir schon die erste Phase haben wir überschritten. Jetzt kommt hier die zweite Phase. Der andere Arm. Also es ist wirklich dieses Stecksystem. Man sieht es leider in der Kamera nicht oft, weil ich natürlich da auch irgendwie dran arbeiten muss. Also hier so, die Gelenke wurden zusammengefügt, falls man das vorher nicht gesehen hat. So. Der ist auch fertig. Dann kommt er auch da rein. Also irgendwie mit dem stimmt was nicht. Der ist ein bisschen verkrüppelt. Aber das macht nichts. Das fällt hinterher gar nicht auf. So, dann haben wir hier die Hand. Wie eine Playmobil-Hand eher. Würde ich sagen. So, einmal. Oh, ich habe sie falsch gemacht. Die haben tatsächlich akkurate Daumen. Auch cool, dass die Daumen haben. Also, dass die realistisches Daumenfeeling haben. So, das sind die Hände, die haben wir jetzt dran gemacht. Und jetzt kommt dann schon das Ding hier. Das kommt so rum ran. Schwupp. Und schon sieht das schon fast fertig aus. Jetzt könnte man da noch ein kleines Auge hinmalen und das wär das der Kleinkopfsoldat. Oh, also schon mal mega cool, wenn man sich wirklich viele Teile kauft. Ich habe zwei Köpfe drinnen. Sind identisch. Also sind gleiche Köpfe, sind nicht irgendwie unterschiedlich. Und wenn man jetzt halt bedenkt, dass in den anderen schon so viele Ersatzteile waren, vielleicht kriegt man dann irgendwann so eine bunte Figur nochmal zusammen. Jetzt haben wir hier den Rucksack. Der kommt da drauf. Sehr gut. Und was ist das? Das finde ich hier nicht. Keine Ahnung. Ist auch Vielleicht noch. ist es nicht wichtig. Ja, irgendwas wird es schon sein. Irgendeine Funktion hat es schon. Bestimmt, vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Die anderen Vielleicht Figuren hatten das nicht, ne? doch. Auch? Ja. Okay, dann ist es vielleicht irgendein Teil für die Teile, die wunderbar sind. So, dann der Kopf. Okay, der Kopf geht leicht drauf. So, und der Kopf voll beweglich. Also man kann alles damit machen. Man kann den Arm schön bewegen. Man kann es wirklich um 360 Grad drehen. Wie einen echten Menschen kann man das Bein drehen. Also es ist nicht irgendwie verwinkelt oder falsch gewinkelt. Es ist einfach das plumpe, typische, stylistische Winkeln der Figur. Dann haben wir hier noch die Waffe. Die Waffen gehen auch relativ leicht rein. Also es ist ein bisschen schwieriger bei den Waffen. Aber dass die auch gut halten, ist das gar nicht so schlecht. Weil wenn man sie dran macht, dann sind die Bomben fest. Und dann halten die auch. Geht ein bisschen schwierig, sie reinzumachen. Aber mein Sohn hat es geschafft. Und das heißt dann schon mal, dass sie okay sind. So, dann haben wir hier noch. Ah ja, wir haben zwei Aufsteller. Also wir werden hier wirklich verwöhnt mit Ersatzteilen. Bei einem steht kein Zeichen drauf, bei anderen CE. Also so ein Sicherheitssiegel ist das. So, und jetzt haben wir den halt hier hergestellt. Und jetzt müssen wir noch die ganzen Einzelteile raus. Und das Geile ist, also wenn ich jetzt die Einzelteile hier raus tue, also das Messer muss auf jeden Fall mal in die Hand nehmen. Wenn er das Messer in die Hand nimmt, das geht auch. Voll cool. Und das Coole ist, die Einzelteile kann man, und das ist mega cool, überall bei der Figur sind so Positionen, wo man die Sachen dran machen kann. Und sie sind so gemacht, dass es wirklich nicht stört. Also es ist nicht störend beim Spielen dann oder so, sondern es ist wirklich, als wenn da jemand ein perfektes Augenmaß hatte, um dass die Sachen dran montiert werden. Jetzt nehmen wir mal hier das Fernglas als zweiter Versuch. Dann nimmt man das Fernglas und kann das hinten dran stecken. Es stört nicht. Es ist wirklich cool gemacht. Der Rucksack kann alles fassen fast. Also ich glaube, nur ein oder zwei Teile bleiben übrig, die keinen Platz finden. Ich glaube auch nicht. Das ist wirklich, also das muss ich wirklich sagen, an die Creator dieses Systems. Absolutes Wow. Wow. Das hat sich bestimmt die US Army ausgedacht, um Propaganda zu machen. Hier, die Feldflasche passt schön drauf. Dann haben wir hier noch die Pistole. Er hat ja nicht nur ein MG, er hat ja auch eine Pistole.
Pistole, wo kommt die hin? Der hat hier ein Ding, da kann man das da hier dran stecken. Also es ist wirklich an alles gedacht worden. Bloß komme ich nicht darauf, was das da hier ist. Das ist für mich... Aber Moment, Moment, natürlich. Natürlich, ich komme drauf. Haha. Man nimmt das Bein ab. Und dann steckt man... Ich denke, es ist so... Ja, yeah, genau. Mega. Mega. Man steckt das Ding übers Bein. Und dann ist das so ein typisch halt für so Kriegsgürtel. So ein Beinkriegsgürtel. Und dann kann man da noch ein Messer dran stecken. Oder hier... Idealerweise, das passt sehr gut dazu. Die Munitionstasche. Also Wahnsinn, es ist wirklich für 1 Euro, also für 98 Cent. Bedenke man, also wahnsinnig tolles Spielzeug. Es ist wirklich klasse. Es ist, man kann es nicht besser ausdrücken. Und da haben wir jetzt wirklich für 5 Euro, nicht mal ganz 5 Euro, haben wir richtig coole Figuren. Also wenn ich daran an meine Zeiten zurückdenke, wo ich G.I. Joe gespielt habe, ja, die ich jetzt nicht mehr so für mein Kind nehmen kann, weil die Gummis drin schon fad sind. Da müsste ich mal neue kaufen. G.I. Joe spielen hat Spaß gemacht. Es hat mega Spaß gemacht, ja. Und das ist eine mega coole Alternative. Also, wer seinem Kind Kriegsspielzeug erlaubt oder selber gerne noch mit Kriegsspielzeug spielt, der ist mit diesen Block Special Force wirklich sehr, sehr gut beraten. Also, da kann ich wirklich sagen, finde ich klasse Spielzeug. Ich würde jetzt fast sagen, du kaufst jetzt noch die 3, die dir fehlen, und dann kaufe ich mir auch nochmal alle 5 oder alle 7, ja, 7, 8, 8, wie viel sind es? 8 Stück, ich kaufe mir auch alle 8, ich will auch alle haben. Das ist richtig cool, das gefällt mir. Die stelle ich mir dann im Schrank, richtig toll. Stelle ich dann die da so, ja, man weiß ja gar nicht, da müsste man ja wieder fast mehr kaufen, dass man die Verpackungen so hinstellt, dass man sie einmal von vorne sieht und einmal von der Seite. Oh, ist das cool. Kann man mal ganz kurz testen, wie das aussieht, wenn man mehrere hintereinander macht, also nebeneinander macht. Dass man hier mal so ein Bild davon hat. Das ist wirklich, das ist ein Kunstwerk. Also das ist wirklich, das ist Bootleg-Kunst vom Feinsten. Ich traue mich ja fast nicht, es als Bootleg zu schimpfen. Aber ich glaube, die Firma von Blox wird jetzt nicht gerade beleidigt sein deswegen. Das ist ja auch wirklich als billiges Spielzeug gedacht, als günstiges. Und schaut mal, wie als hätte ich da eine tolle DVD-Box-Reihe. Wow! Ja. Dann kann man die da so davor stellen. Ne, dann sieht man es nicht mehr. Dann muss man sie oben aufstellen. Dann kommt dann noch dazwischen so ein kleines Holz, das im Baumarkt genau akkurat auf die Länge hingeschnitten ist. Und dann kommen die Figuren drauf, unten drunter das. Und im Hintergrund dann nochmal die Kartons so.